Guten Abend zu dieser Sendung. Ja, vielleicht gibt es ja auch bald Negativzinsen in den USA. Hätte ich gestern noch nicht geglaubt. Heute klang das bei Janet Yellen ganz anders. Sie hat eigentlich dem Senat einen völlig anderen Inhalt präsentiert, vor allem bei der Fragestunde, als gestern im Repräsentantenhaus. Kann natürlich damit zusammenhängen, dass vielleicht die Senatoren ein bisschen gezielter nachgefragt haben. Und das kam dann am Ende jedenfalls raus. Erstmal hat Janet Yellen ihrem Haus ein ordentliches Armutszeugnis heute verpasst, nämlich hat sie heute zugegeben, dass die Fed und auch die Märkte von den starken Ölpreisschwankungen sehr überrascht worden sind. Sollte vielleicht nicht so oft vorkommen. Auch die Stärke des US-Dollar wurde nicht so richtig bei den geldpolitischen Entscheidungen antizipiert. Also man fragt sich, ob die Notenbanker in den letzten Monaten einfach nur so dahin geträumt haben. Das zumindest hat Janet Yellen heute so einfach mal frei heraus erklärt. Eigentlich sind wir alle sehr überrascht, was so alles passiert ist. Na, das hören wir zum ersten Mal. Ansonsten gab es noch einige andere Überraschungen. Zum Beispiel das Lohnwachstum ist in den USA plötzlich nicht belastbar genug. Und der Stellenaufbau erfolgte vor allem im Niedriglohnsektor. Und man habe auch schon Negativzinsen diskutiert. Und da fragt man sich dann, wenn man ja eigentlich eine Zinssenkung diskutiert hat, wie man dann am Ende tatsächlich zu einer Zinserhöhung im Januar gekommen ist. Nun ja, so ist das manchmal eben bei der Fed. Nicht im Januar, im Dezember war das. Ja, das war ja das Weihnachtsgeschenk für die Märkte. Genau. Die Negativzinsen werden zurzeit nochmal neu bewertet. Dazu nimmt man dann die Erfahrungen der Europäischen Zentralbank zu Rate. Da kann ich sagen, die Zinssenkung der Europäischen Zentralbank haben nicht wirklich so viel gebracht. Die Inflation ist immer noch nahe Null. Und was Janet Yellen ja immerhin schon mal festgestellt hat, ist, dass die Niedrigzinsen die Margen der Banken unter Druck setzen. Das ist aber nur ein Nebeneffekt. Ein viel schönerer Nebeneffekt auch für die hochverschuldeten USA ist, dass man sich dann über Staatsanleihen sehr günstig Geld organisieren kann. Man kriegt im Prinzip noch auf die Staatsanleihe was draufgelegt. Also man verdient Geld, indem man Schulden macht. Das ist eine tolle Idee. Wenn dann irgendwann die Geschäftsbanken dahinter gekommen sind, dass man Negativzinsen auch an die Sparer, also an die Bürger weitergeben kann, dann wird das eine ganz coole Sache. Dann hat man es endlich geschafft, eine neue Idee, wie man das Volk letztendlich enteignen kann. Das könnte am Ende tatsächlich so kommen. Früher hat man einfach eine Währung abgewertet. Heute schafft man negative Zinsen und enteignet die Bevölkerung damit. Das ist doch auch nicht schlecht. Übrigens, die Fed beachtet auch immer den globalen Kontext bei allen Erwägungen. Das ist ja auch eine ganz tolle Sache. Das hätten wir jetzt gar nicht so erwartet, denn die Zinserhöhung in den USA, das muss man auch mal ganz klar sagen, hat den Schwellenländern extrem geschadet. Aber nun ja, das wird Frau Yellen ja auch wissen und vielleicht war das ja so gewollt. Was ist dann heute passiert letztendlich in den Märkten? Gold ist explodiert regelrecht. Also Gold kam heute schon am Vormittag deutlich nach Norden. Wir waren dann schon über der 1230er Marke und sind dann weiter über 1250, 1260 Dollar gestiegen. Also Gold profitiert von der ganzen Unsicherheit und vor allem profitiert eben Gold auch von verschiedenen Dingen, die es zurzeit an der Börse gibt. Es ist ganz einfach so, dass eben zurzeit man aus den Risiken herausgeht. Gold ist ja zum Beispiel auch ein zinslose Anlage. Und wenn aber die Risiken eben zu groß sind, dann ist Gold eben doch ein sicherer Hafen, weil eben Gold wird es immer geben. Also Gold ist einfach ein Wert, der beständig ist. Und dann marschiert man da rein. Schauen wir uns das Ganze im Daily an, dann sehen wir, dass wir jetzt sogar die Chance haben, bis 1305 Dollar zu steigen. Das ist also das letzte größere Hoch hier, das wir im Jahr 2015 ganz am Anfang hatten. Das könnte das nächste Ziel werden. Das ist schon sehr überraschend, wie schnell das jetzt am Ende geht. US-Dollar, japanischer Yen. Ja, auch ein sicherer Hafen, der bleibt also auch weiterhin
gesucht. Jetzt ist eben die spannende Frage, ist das heute eben die Flucht in den sicheren Hafen gewesen oder ist einfach nur der US-Dollar schwächer geworden? Es ist wohl beides der Fall. Es ist ganz einfach so, dass die Märkte heute auch am Nachmittag nicht wirklich wieder in Aktien investiert haben. Also ob die Fed die Zinsen anhebt oder nicht, das scheint den Aktienmärkten zurzeit relativ egal zu sein. Es ist ganz einfach so, dass eben der Yen ja zum Beispiel auch eine Währung ist, die weniger verzinst ist, ja zurzeit auch sogar negativ verzinst ist, gegenüber dem US-Dollar. Und wenn man also Aktien kauft, dann nimmt man sogenannte Carry-Trade-Währungen, das sind Währungen mit niedrigem Zinssatz, darin verschuldet man sich dann, um dann eben in dieser Währung, diese Währung in Dollar-Aktien zu investieren. Wenn man dann also die Aktien wieder zurückverkauft, dann hat man wieder die Yens beispielsweise, aber auch die Euros beispielsweise in der Hand und dadurch steigen dann eben diese Carry-Trade-Währungen, wenn man aus den Aktien wieder rausgeht. Deswegen eben heute der Yen auch wieder teurer geworden. Wir sind inzwischen beim US-Dollar-Yen schon bei 1,11 gewesen. Das ist eine Entwicklung, die hat sich die Bank of Japan so sicherlich nicht vorgestellt. Wir haben also das Gap inzwischen hier auch geschlossen, über das ich schon mal öfter gesprochen habe aus dem Jahr 2014. Und ja, jetzt könnte sogar das Ziel 175 in den Fokus rücken. Das ist schon wirklich erstaunlich. Es wird also sehr, sehr spannend werden, wie das Ganze hier weitergeht. Marktteilnehmer spekulieren darauf, dass die Bank of Japan in Kürze nochmal aktiv wird. Und sie wird wohl aktiv werden müssen, denn die extreme Stärke des Yen dürfte die japanische Wirtschaft, die ja sowieso nicht so traumhaft läuft, weiter unter Druck bringen. Schauen wir jetzt auf den S&P und da sehen wir eben, dass also am Ende die Ausführungen von Janet Yellen, die also eindeutig dafür sprechen, dass die Fed im März keine Zinserhöhung durchführen wird und im Gegenteil, es kann sogar sein, dass die Fed im Laufe des ersten Halbjahres noch ihren Zinsschritt vom Dezember wieder rückgängig macht. Das hat die Märkte aber nicht weiter großartig beflügelt. Wir sind inzwischen hier wieder aufs Tief aus dem Januar, vom 20. Januar zurückgefallen auf 1819 Punkte und das sieht alles nach wie vor ziemlich bullig aus. Erster Widerstand dürfte dann so bei 1875 liegen. Und wenn wir uns das im Daily anschauen, dann kann es bald noch tiefer gehen, nämlich zum Tief aus dem Jahr 2014 bei 1738 Punkten. Das sieht alles nicht mehr wirklich freundlich aus, was die Märkte da zu bieten haben. Hier die andere Carry-Trade-Währung, nämlich der Euro, der hat heute auch weiter zugelegt. Ja, also solange die Aktienmärkte Schwäche leiden, wird es wohl im Euro weiterhin Richtung Norden gehen und im Yen eben auch. Und das haben wir also heute auch wieder ganz klar gesehen. Wir sind inzwischen deutlich sogar über der 1,13. Und wenn wir in den Daily schauen, die 1,1480, 1,15 herum, da haben wir das nächste Ziel. Und darüber hinaus gibt es dann noch aus dem August letzten Jahres ein weiteres Hoch bei 1,1715. Das könnten durchaus die nächsten Ziele sein. Es ist also nicht damit zu rechnen, dass in den nächsten Tagen der Euro plötzlich einen Schwächeanfall bekommt. Was gab es ansonsten heute noch? In der Nacht, China und Japan hatten Feiertag. Hongkong hat erstmals in dieser Woche gehandelt und hat erstmal die Verluste der Vortage nachgeholt. In Südkorea sah es auch nicht so gut aus. Da gibt es Angst vor einer Eskalation der Lage mit dem Norden, also mit Nordkorea. Und da haben dann auch der US-Senat und Japan weitere und härtere Sanktionen gegen Nordkorea beschlossen. Das war also alles keine gute Nachrichtenlage. Und die paar Märkte, die zurzeit in Asien überhaupt am Handel teilnehmen, die haben dann schon mal wieder schlechte Vorgaben geliefert. Damit dann auch der europäische Handel ziemlich schwach gewesen. Und besonders unter Druck standen heute wieder Bankaktien. Das sieht schon langsam wieder danach aus, als ob wir die nächste Finanzkrise vor der Tür stehen haben. Denn auch heute hat die Deutsche Bank beispielsweise 5,9% verloren und kostete zum Teil nur noch 13 Euro. Konnte sich dann wieder ein bisschen, nee, ja, wieder ein bisschen erholen. Aber 13,73, das ist nicht schön. Gestern gab es ja mal eine deutliche Erholung, wie wir hier sehen, sogar über 15 Euro. Das hat also nur einen Tag gehalten. Heute ging es
im Prinzip fast ja alles, hat man doch deutlich Gewinne mitgenommen, sagen wir es einfach mal so. Bei der Commerzbank ähnlich. Gestern auch mal eine Unterbrechung des Abverkaufs. Heute ging es dann weiter Richtung Süden. So eine Aktie ist noch 6,40 € wert. Toll, ne? Minus 6,3% heute. Das sind die Daten des heutigen Tags. Der IFO-Weltwirtschaftsklima-Index fürs erste Quartal schlechter als im letzten Quartal und deutlich schlechter als der Durchschnitt der letzten Jahre. Da hat man einen Durchschnitt ermittelt von 96 Punkten. Da sind wir also weit, weit weg von. Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA etwas besser als erwartet und auch als sorry, als in den letzten Wochen. Das war hier heute ein 7-Wochen-Tief, wobei ja Tief in dem Fall mal was Positives ist. Einkaufsmanager-Index Neuseeland etwas besser als erwartet, als im Vormonat. Der Rixhauspreisindex aus Großbritannien genauso schwach wie vor einem Monat. Die Schweiz spielt weiter Deflation und in Schweden sind die Zinsen gesenkt worden, der Leitzins von minus 0,35% auf minus 0,5%. Das zeigt auch, dass irgendwie bis jetzt scheinbar die Maßnahmen der Notenbank aus Schweden so richtig zumindest mal nicht ausreichen, beziehungsweise dass sie einfach bisher nichts gebracht haben. Gucken wir mal kurz auf den Kiwi. Der hat heute eine sehr interessante Performance hinter sich. Der ist am Anfang erst einmal so gegen Mitternacht gestiegen bis so 0,6735. Das ist dann eben der Ausschlag gewesen für den Einkaufsmanager-Index. Danach ging es dann erst einmal Richtung Süden. Der Dollar wurde über Nacht stärker. Das war allerdings auch wieder nur eine kurze Zeit. Und insgesamt sehen wir hier sehr viel Volatilität, wo das mal am Ende hingehen soll. Ist noch nicht so ganz klar. Wenn wir uns ein bisschen mehr die Geschichte links anschauen im Chart, dann könnte man davon ausgehen, dass wenn eine Attacke der 0,6750 erfolgreich wäre, der Norden zurzeit eher zu favorisieren ist. Cable war heute eine der wenigen Währungen, die gegen den US-Dollar nicht profitieren konnte. Liegt natürlich in Großbritannien vor allem auch eben daran, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Großbritannien in der Europäischen Union bleibt, nicht so wirklich groß ist. Es gibt also doch einen ziemlich großen Bevölkerungsanteil, der der Europäischen Union eher skeptisch entgegensteht. Und das macht sich dann eben in den Kursen bemerkbar. Euro, Schweizer Franken. Zuletzt der Schweizer Franken ja als sicherer Hafen immer gesucht worden. Die Hochs, die Euro-Schweizer Franken hier noch Anfang Februar generiert haben, die waren dann weit weg. Aber heute gab es mal wieder eine Gegenbewegung. Heute hat sich der Euro wieder über die 1,10 gehangelt. Wir sind jetzt auch wieder im Stundenchart über der Wolke. Mal schauen, ob es morgen dann Anschlusskäufe gibt. Und wir müssen natürlich auch auf Euro-Schwedische Krone gucken. Und da sehen wir schon, der Euro hat dann ordentlich zugelegt. Also die Schwedenkrone hat ordentlich nach der Zinsentscheidung verloren. Ist dann allerdings genauso schnell wieder zurückgekommen. Und am Ende war die Nummer zumindest, wenn man jetzt mit dem Wechselkurs bewerten möchte, war die ganze Aktion der schwedischen Nationalbank nicht besonders nachhaltig. Interessante Nachricht gab es auch aus Kanada. Global News zufolge hat Kanada in den vergangenen Wochen 1,3 Tonnen Gold und damit fast die Hälfte des Gesamtbestandes von Ende 2015 verkauft. Man geht davon aus, dass Kanada auch weiterhin Goldreserven verkaufen will, denn in Kanada gibt es eine Doktrin, die besagt, dass man Goldreserven nicht braucht. Nun ja, wie das eben so ist. Und jetzt kommt nicht der kanadische Dollar. Nein, wir haben als nächstes Öl rausgesucht. Gold hat man ja vorhin schon. Also dem Goldpreis hat das nicht wehgetan. Bei Öl sehen wir, dass wir inzwischen klar unter der 27,50 gewesen sind, die wir ja mal als Boden hätten sehen wollen. Ist nicht passiert. Inzwischen sind wir bei deutlich unter 27,50, waren heute schon bei 26,20, so in diesem Bereich. Das Ganze ist auch hier sehr volatil. Eine ganz klare Richtung hat es heute nicht gegeben, aber insgesamt bleibt eben Öl deutlich unter Druck und so um die 24 Dollar liegt ja dann das nächste Ziel. Auch der Dow Jones hat heute ordentlich verloren, auch mal heute mehr verloren als der DAX. Und ja, wir sind inzwischen auch unter der 15.600.
Drunter, das ist alles jetzt wirklich sehr, sehr bärisch. Wir sehen das auch hier schön. Nächstes Ziel ist die 15.350. Und ja, zurzeit gibt es auch im Chart wenig zu sehen, das dafür spricht, dass es demnächst eine Umkehr gibt. Zurzeit sieht man ehrlich gesagt noch nicht mal eine Stabilisierung des Marktes. Das sieht man dann eben auch im DAX, den wir natürlich nicht vergessen wollen. Das gab ja zuletzt vorgestern ein Tief so um die 8.770 Punkte. Das ist dann heute auch deutlich wieder unterboten worden. Wir haben also heute wieder neue Tiefs generiert. Und ja, das Problem ist ganz einfach jetzt, dass auch der DAX weiterhin auf dem Trip nach Süden ist. Wir haben ja hier einen schönen Abwärtstrendkanal. Erstmal die 8.640 dürfte nochmal vielleicht Unterstützung geben. Da ist auch die untere Markierung des Abwärtstrendkanals. Vielleicht gibt es dann nochmal eine kleine Erholung, aber die 8.350, die werden wir wohl eher oder später noch erreichen. Jetzt kommen wir mal zum Thema Mindestlohn heute noch. Dominik Groll ist Arbeitsmarktforscher des Kieler Instituts für Weltwirtschaft. Und der ist der Meinung, dass es deutliche Hinweise gibt, dass es Beschäftigungsverluste durch den Mindestlohn gegeben hat. Und zwar wurden vor allem Minijobs abgebaut oder eben in nicht andere sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze umgewandelt. Insgesamt gingen zwischen Januar und April 2015, also direkt nach der Einführung des Mindestlohns, 167.000 Minijobs verloren. Nur die Hälfte wurde in andere Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt. Ansonsten gab es halt Entlassung oder keine neuen Jobs dafür. Es gab aber nicht nur eben Entlassungen, hat sich auch der Beschäftigungsaufbau verlangsamt. Jetzt ist es natürlich die Frage, ob der Aufbau von Minijobs tatsächlich sozialpolitisch wirklich sinnvoll ist oder ob es nicht besser wäre, Jobs zu schaffen, von denen man auch leben kann. Aber das sei mal dahingestellt. Das Ganze, das musste Dominik Groll dann auch noch einräumen, ist basiert auf nicht belastbarem Zahlungsmaterial. Also es ist nicht genügend belastbares Zahlenmaterial einfach vorhanden. Und was den Beschäftigungsaufbau betrifft, ich habe mir da mal eine Statistik angeschaut vom Kieler Institut für Weltwirtschaft, die ich jetzt hier nicht veröffentlichen will wegen Urheberrechtssachen. Wer das sich also mal anschauen will, der geht einfach mal bei Google zum Kieler Institut für Weltwirtschaft. Da findet man das dann relativ leicht. Und da sieht man, dass der Beschäftigungsaufbau für Minijobs auch schon vor der Einführung des Mindestlohns zurückgegangen ist. Was auffällt, ist allerdings, dass es ziemlich viele Jobabgänge gegeben hat und das setzte ein, als der Mindestlohn gekommen ist. Also ein bisschen wird da schon dran sein, dass es aber zurzeit das einzige Problem ist, dass der Beschäftigungsaufbau hat. Das wage ich zu bezweifeln. Das wird wohl auch ein bisschen damit zusammenhängen, dass ja zum Beispiel Industrieaufträge seit vielen Monaten, seit vielen Monaten zurückgehen und auch die Industrieproduktion zurückgeht. Und ja, wenn das so ist, dann braucht man wahrscheinlich auch weniger Arbeitskräfte, würde ich einfach mal vermuten. Morgen ist immer noch in China Feiertag. Das wird dann sehr, sehr spannend in Shanghai am nächsten Montag, wenn die dann nach einer Woche Pause mal wieder handeln. Da hat der Shanghai Composite ziemlich viel nachzuholen. Ansonsten spricht heute Abend 23:30 Uhr noch Glenn Steven von der Reserve Bank of Australia und es gibt dann auch noch ein bisschen Immobiliendaten aus Australien in der Nacht. Morgen dann das BIP und die Verbraucherpreise aus Deutschland. Die EU-Finanzminister treffen sich und die EU bietet auch ihr BIP. Dazu die Industrieproduktion der Eurozone. Das wird wahrscheinlich auch nicht vergnügungssteuerpflichtig. Am Nachmittag dann noch die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Das wird ziemlich wichtig. Import- und Exportpreise für die Inflation ziemlich wichtig und die Konsumstimmung der Uni Michigan wird auch immer gerne mitgenommen. Unternehmensdaten morgen vor allem aus Europa. Schauen wir mal, was das Ganze bringt. Das war's für jetzt und für heute. Ich wünsche einen wunderbaren Abend und morgen einen erfolgreichen Handel. Bis morgen Abend. Tschüss.